So, willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und dann gehen wir jetzt mal in den Lift rein. Und freuen uns auf den nächsten Ladebildschirm. Ja, und schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Es laggt. Moment. Nö, mach Platz. Du gehst schneller durch die Restkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Wenn sonst nichts ist. Wieso leckt das gerade so? Naja. Rüber. Jetzt kommt der Untertitel, also naja. Da ist der Würfel. So, brauchen wir hier erstmal Übergang. Wie war das? Achso, ich muss da rüber. Komme ich darüber und Blödsinn. Jetzt muss ich da hinüber. Den nehmen wir mit. Stellen den da ab. So, hinten ist es orange, ne? Das heißt, dann kommt hier das Blaue. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel, schwabbel. Dann hol einen Aufzug. So, auf zur nächsten Kammer. Ich hoffe mal, mein Rechner fängt sich wieder. Das ist ja gerade echt schlimm mit den Lecks. Nicht. Okay, weiter. Nochmal Platz da. Danke. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Danke, werde ich brauchen. Ah, gleich beim ersten Versuch. Das geht ja sehr gut. Wieder rüber. Würfel ablegen. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Zu lecken. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Mach doch einfach ein Fenster auf. Meine Güte. So, jetzt. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh, wie schön. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. 6. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glanflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh, soll ich dir helfen? Rüber. Oh, jetzt hier treffen mit den Legs. Oh, geht. So. In diesem Raum kann man zum Beispiel schon mal den Erfolg machen, dass man einen Würfel ohne ihn zu berühren auch drauf setzt. Einfach dann das blaue Portal zum Beispiel hier hoch drücken. Entschuldige, ich reinige gerade noch die eigentlich erst bei der zweiten Bille, aber manchmal klappt das bei der ersten Bille auch schon. Nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Nö, nö.
funktioniert nicht wirklich. Nehmen wir die zweite Welle. Jetzt kommt ein Würfel. Und der fliegt halt jetzt genau da drauf, dann können wir rein. Dann, wenn man den Erfolg nicht hat, bekommt man diesen Erfolg da. Keine Ahnung, wie der hieß. So. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ach klar, dass du bist so freundlich zu mir. Bist ja fast wie meine Ex-Freundin. Die war genauso freundlich. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Jetzt bin ich aber... Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ah, hopp, mach. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen seinen Test vermasselt? Was tut kaputt mir leid. Gemacht? Oh. Dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Oh. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So, jetzt kommt die da runter. Gehen wir mal wieder weg, dann können wir hochfahren. Tada! Ja, jetzt können wir uns den Würfel von da unten auch nochmal hochholen. Darüber. Das heißt, machen wir mal hier eins hin. Da eins hin, dann springen wir hier mal durch. Okay. Gehen wir mal hier drauf. Dann springen wir nochmal durch. Tada! So, und hier gibt es auch noch einen Erfolg, den man machen kann. Na, so nicht. Das war jetzt ein Lag. So, nochmal durch. Oh, hör auf zu laggen. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Geh mal rein. Nimm bloß nichts mit. Hol mal den Würfel mit. Spring runter. Machen hier einen Orangenschnuss hin. Und dann hören wir den Würfel hier durch. Und dann gibt es dann noch einen Erfolg. Dann müssen wir noch in die richtige Richtung laufen. Dann habe ich den Erfolg habe ich aber auch schon. Aber hier verschwindet er dann. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Oh. Armer Würfel. So, dann schon. Machen wir vielleicht noch eine Kammer und dann gucke ich mal, was das mit den Lecks hier ist. Das geht mir gerade tierisch auf die Nerven. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Okay. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Ich glaube, das hier hat so... Oh, leck mich doch. Hallo, fang dich mal. Darüber und dann wird jetzt die Kamera dann auch beendet. So, ich sag jetzt hier mal Tschüss und ich gucke jetzt mal, was das mit den Lecks ist. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.